Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video meiner Kurzinfo-Supplement-Playlist. Wie ihr sehen könnt, geht es heute um einen bekannteren Stoff und zwar um die Ballaststoffe. Die sind sehr wichtig, deswegen gehe ich darauf ein bisschen gezielter ein. Heute geht es um die Kategorien Fettverlust und Gesundheit. Viel Spaß! Wie immer habe ich euch eine PDF-Datei zum Nachlesen zur Verfügung gestellt. Die könnt ihr einfach kostenlos runterladen, wenn ihr dem Link in der Videobeschreibung folgt. Kommen wir erstmal dazu, was Ballaststoffe überhaupt sind. Erstmal hört sich das nur ein bisschen negativ an. Ballast heißt ja so viel wie, was man nicht mit rumschleppen will, was man nicht gebrauchen kann. Und im Prinzip ist es auch so. Denn es handelt sich um Nahrungsbestandteile, die von unserem Körper nicht verwertet werden können. Ballaststoffe sind jetzt Gerüst- oder Stützsubstanzen von Pflanzen. Diese kommen in tierischen Produkten überhaupt nicht vor und man unterscheidet nochmal zwischen löslichen und unlöslichen Ballaststoffen und beide zusammen ergeben die Gesamtballaststoffe. Lösliche wie auch unlösliche Ballaststoffe sind für unseren Körper extrem wichtig, sie wirken allerdings komplett unterschiedlich. Lösliche Ballaststoffe können in unserem Körper Wasser binden. Dadurch wirkt man so ein bisschen aufgequollen, mehr unlösliche Ballaststoffe können das zum Beispiel nicht. Was schon mal den meisten bekannt ist, Ballaststoffe sind wichtig für eine geregelte Verdauung. Sie steigern auch langsam den Blutzuckerspiegel, wirken sättigend und füllen den Magen. Das wirkt sich natürlich in erster Linie positiv auf die Fettreduktion aus, aber auch wenn man einfach nur eine Diät macht oder sein Gewicht halten möchte, um das Ganze eben nochmals zu unterstützen. Lebensmittel, die jetzt eine hohe Ballaststoffmenge aufweisen, also die viele Ballaststoffe haben, die haben auch oft eine sehr viel geringere Energiedichte, also haben weniger Kalorien. Das Ganze wirkt sich auch positiv auf das Cholesterin aus, denn die Ballaststoffe binden Gallensäure und scheiden diese aus. Dadurch muss neue Gallensäure in unserem Blut hergestellt werden und genau das verbraucht unser Cholesterin. Was machen Ballaststoffe noch? Sie hemmen fettspaltende Enzyme. Was bedeutet das? Durch unsere Ernährung können wir dadurch weniger Fett in unseren Körper aufnehmen. Das heißt, wenn wir sehr fettreich essen, aber auch sehr viele Ballaststoffe gegessen haben, kann weniger Fett in unserem Körper aufgenommen werden, was sich natürlich auch positiv wieder auf eine Diät auswirken könnte. In erster Linie sollten wir ballaststoffreich essen, um Stoffwechselerkrankungen, Magen-Darm-Erkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzubeugen. Kommen wir nochmal zurück zum Thema lösliche Ballaststoffe. Was fällt darunter? Zum Beispiel lösliche Hämocellulosen, Pektine, Inulin, Oligofructose und das Ganze finden wir am meisten in Obst und Gemüse. Dadurch wird jetzt unser Stuhlgang weicher und unser Stuhlvolumen nimmt zu für eine regelmäßige und pünktliche Darmentleerung. Unlösliche Ballaststoffe sind jetzt zum Beispiel Lignin, Zellulose und unlösliche Hemicellulose und das Ganze finden wir besonders in Getreide und Hülsenfrüchten. Dadurch wird die Bewegung im Darm angeregt und überhaupt der Weitertransport von unseren Nahrungsmitteln, dass wirklich alles verdaut werden kann. Wer sich das Ganze jetzt zu Herzen nimmt und von einer ballaststoffarmen zu einer ballaststoffreichen Ernährung umstellen möchte, der sollte das Ganze allerdings ziemlich langsam angehen, denn dadurch kann es erstmals zu Verstopfungen und Blähungen kommen. Das ist aber nur vorübergehend und wie gesagt, nur wenn man diesen Umschwung eben zu schnell angeht. Wie viele Ballaststoffe sollte man jetzt zu sich nehmen? Ein Richtwert ist ungefähr in einer Diät bei 1000 aufgenommenen Kalorien aus der Ernährung 10 bis 15 Gramm Gesamtballaststoffe. Natürlich kann man auch Ballaststoffe supplementieren. Da bietet es sich an, 3 bis 5 Gramm dieser Ballaststoffe vor einer größeren Mahlzeit zu sich zu nehmen. Das Ganze kann man bis zu 3-mal täglich machen. Wie ihr seht, ihr braucht Ballaststoffe, um euer Verdauungssystem auf Spitzenleistung laufen zu lassen. Ich hoffe, euch hat damit auch das Video gefallen. Wir sind wieder am Ende. Nehmt euch das Ganze mal am besten zu Herzen. Das ist wirklich sehr wichtig. Das werdet ihr auch gleich bei der Bewertung von den Ernährungswissenschaftlern sehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da. Guckt euch gerne das letzte Video an. Andernfalls kommt das nächste Nahrungsergänzungsmittel-Video wieder nächste Woche Mittwoch um 20 Uhr oder schaltet schon wieder ein am Samstag wie immer um 10 Uhr. Bis dahin kommt danach noch das Outro. Wir sehen uns. Ciao.